Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben heute Raketen im Test von Geisha. Und zwar die Sirius Rockets. Ich will mal Sirius sagen. 5 Excellent Rockets steht drauf. Wir schauen mal kurz hinten noch auf die NEM. Wir haben alles 15 Gramm NEM Raketen. Ihr habt da die 5 verschiedenen aufgelistet. Also macht es insgesamt 75 Gramm NEM auf das ganze Raketenset. Ist auch relativ günstig, ich glaube 3 oder 4 Euro maximal. Oder halt 4,50, sowas um den Dreh. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal raus. Aber es gibt es auch schon günstiger, glaube ich. Ich habe schon für 3 Euro gesehen. Wie dem auch sei. Wir gehen raus zur Zündung. Bis gleich. So Freunde, wir fangen jetzt hier an und testen das Sirius Rockets. Wir fangen an mit einer roten davon. Da gab es ja jetzt 2 verschiedene Farben, rot und gelb. Wir haben so viel Wind, da will ich mal Strom verlassen. Hat schon was zu lesen. Ich dachte, wo will die denn hin? Also, und es ist windig. Stell ich mal vor, es ist kein Wind. So, dann haben wir jetzt noch eine gelbe. Mal gucken, wie lange die hoch will. Dadurch, dass jetzt ziemlich windig ist, zerstreut sich die Rakete natürlich auch sehr schnell. Machen wir jetzt mal hier 2 rote, wenn wir schaffen. Ne, sieht nicht so aus. Nein. Eine rote. Oh, die hat aber diesmal einen anderen Effekt. Die war schön blau. Machen wir mal noch eine. Kommt denn der Wind auf jeden Fall her? Das ist ja Wahnsinn. Oha, grüne Blinker. Also die haben alle einen anderen Effekt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zum Schluss nochmal eine goldene. Ich muss sagen, für 3-4 Euro kann man sie ruhig mal mitnehmen. Also mir gefallen sie für den Preis. Werden sie teurer? Natürlich nicht, ne?